Guten Morgen, ihr Lieben. Endlich gibt es mal wieder einen normalen Vlog von mir. Ich hatte so ein paar Tage und eigentlich ja fast schon Wochen eine kleine Pause gemacht mit aktuellen Videos, weil wir ja gerade umgezogen sind und das einfach doch ziemlich viel war mit Einrichten. Und wir hatten viel Besuch und den habe ich ja auch noch gearbeitet und dann Frieda noch dazwischen und da war irgendwie keine Zeit und vom Kopf her auch keine Zeit, irgendwie um Videos zu drehen. So. Aber heute dachte ich mir, ich schnappe mir mal die Kamera. Ich habe heute frei. Frieda ist in der Kita natürlich, Kim ist bei der Arbeit. Und ich habe heute einen Friseurtermin. Nichts Spektakuläres, deswegen nehme ich euch auch nicht mit. Mal wieder, mal nicht mit. Ich zögere ja immer noch so damit, euch mitzunehmen zum Friseur. Ich bin da noch nicht so ganz klar drüber, ob ich das wirklich möchte. Aber es wird heute nicht viel gemacht, außer Haare ausdünnen, weil... Warte, ich muss mich, glaube ich, nochmal hinstellen, ja. Weil ich ja so dicke Haare habe und es fängt hier schon wieder an, so eine Beule zu wachsen. Und das muss dünner. So. Und dann noch ein Undercut, den ich habe, der ist auch schon wieder so lang geworden. Der muss auch ein bisschen kürzer. Deswegen fahre ich heute in die City. So, und ich werde noch ein bisschen shoppen, denke ich. Weil ich noch ein paar Klamotten brauche und eigentlich auch für Frieda. Aber mal gucken. Ich denke, ich werde da nicht zu viel Zeit in der Stadt verbringen, weil ich halt hier noch einiges machen muss. Also hier steht noch einiges rum und vieles hat noch nicht so wirklich einen Platz. Und dann ist es auch noch ein bisschen chaotisch, weil hier noch Wäsche steht, die ich noch abnehmen muss. Und ich habe noch eine ganze Menge zu waschen. Und Ende nächster Woche, nee Quatsch, Ende dieser Woche schon, kommt nämlich meine Mama und meine Oma. Die bleiben auch nochmal für eine Woche. Und danach ist kein Besuch mehr angesagt. Der ganze Oktober, November und Dezember, mal gucken, Weihnachten, wissen wir noch nicht, ist kein Besuch hier. Das heißt, wir haben mit der Zeit genug Zeit, hier alles schier zu machen. Weil ich finde immer noch, dass es so einen leichten Umzugsflair hat. Weil halt, naja, hier auch noch Bilder rumstehen, da. Und, naja, gut, da hinten ist Chaos, das hat Frieda gestern veranstaltet. Und da hinten liegen noch ganz viele Bilder, die noch an die Wände müssen. Und ja, so sieht es zurzeit hier bei uns aus. Ich dachte eigentlich, ja, ich nehme euch ein bisschen mit heute, mache so ein bisschen Vlog-technisch. Und dann habe ich eigentlich eine kleine Frage an euch, aber ich glaube, die stelle ich am Ende des Videos. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road. Ich wollte ja längst schon mal die GoPro installiert haben ins Auto, dass ich halt auch mal wieder unterwegs filmen kann. Weil nämlich einige Leute das auch nicht so toll fanden, dass ich, so wie meine Schwester, dass ich während der Autofahrt filme. Und dann verrutscht die Kamera und ich greife danach und baue einen Unfall. Deswegen habe ich gesagt, gut, ich installiere die GoPro. Aber das habe ich immer noch nicht geschafft. Wie so viele andere Sachen, die ich noch nicht geschafft habe, seit wir eingezogen sind. So, dann mache ich jetzt mal die Kamera aus und fahre. So, ich bin fertig beim Friseur. Und total witzig, es ist jetzt 12:01 Uhr. Und mein Parkticket geht bis 12:07 Uhr. Das heißt, ich bin genau rechtzeitig gekommen. Und ich war sogar noch shoppen bei H&M. Weil hier muss man nämlich derbe aufpassen, wenn man hier zu lange steht und über seine Zeit kommt, kriegt man nämlich relativ schnell, ich muss euch mal abstellen, bekommt man relativ schnell ein Ticket. Und das wird dann teuer. Das kann dann hoch bis 80 Euro kosten. Nicht wie in Deutschland mal so 5 Euro oder 10 Euro Strafgebühr. Nee, nee, das wird dann richtig teuer und es tut richtig weh. Deswegen bin ich froh. Und ja, fahre dann jetzt mal los. Und ich bin wieder derbe zufrieden mit meinen Haaren. Also nichts mehr mit Abstehen und so. Schön kurz und schön Undercut wieder. Haha, voll geil. Werdet ihr vielleicht gleich nochmal sehen, wenn ich wieder zu Hause bin. Jetzt fahre ich erstmal los und stelle euch weg. Bis gleich. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und habe irgendwie tierisch Hunger, deswegen mache ich mir jetzt erstmal was zu essen. Und, ach, meine Haare sind so schön. Ja, egal, ich werde mir jetzt ein Scheibchen Brot schmieren, weil ich halt echt extrem Hunger habe.
Und dann werde ich, glaube ich, hier mal ein bisschen weitermachen. Hier, das ist auch ganz schön im Flur. Eine ganze Kiste noch voller Schuhe. Dahinter steht unsere Alkoholkiste. Und der Alkohol steht eigentlich in der Wäschewanne und die brauche ich, um Wäsche zu waschen. Der Wäschekorb ist proppenvoll. Ich kann keine Wäsche waschen, weil der Alkohol in der Wäschewanne steht. Ja, tolle Ausrede. To my place, your place, your place. A little away. Das ist auch wirklich was, was ich mir immer mitbringen lasse aus Deutschland. Gutes Brot und leckeren Aufstrich. Das gibt es hier irgendwie nicht so. Aber damit kann ich leben. Wir haben ja immer Familie und Freunde, die zu Besuch kommen und die uns immer was mitbringen. So zur Miete sozusagen, also als Miete. Wir zahlen ja keinen, wenn sie Urlaub machen wollen. Kein Geld für die Unterkunft, dafür müssen sie was mitbringen. So, jetzt bin ich gestärkt und ich habe mich dazu entschlossen, die Schuhkiste anzugehen, die hier noch auf dem Flur steht. Da, neben dem Alkohol. Ja, das werde ich als erstes tun. Das Gemeine ist, hier sind fast nur Schuhe von Kim drin. Echt? Nike, Nike, Nike. Drei Nike-Paars. Paars, Paar. Deine Chucks. Und die hat er oft an hier. Die zieht er oft an. Das sind die hier drin. Die können wir doch nach oben packen. Gelöst. Hab ich jetzt schön einsortiert. Ja, Kim wird stolz auf mich sein. Und jetzt werde ich mich an die Alkoholkiste machen, aber ich habe keine Ahnung, wohin mit dem Alkohol. Wirklich nicht. Wahrscheinlich stelle ich ihn erstmal in die Küche, irgendwo, wo Platz ist. Und hier, da, habe ich schon die Sachen für euch rausgesucht, die ich ausgemistet habe und die der ein oder andere, der ein und andere haben wollte. So, und ich werde das auch verschicken. Es kann sein, dass es so ein bisschen dauert. Ich werde das, wie gesagt, nach und nach machen, aber ich versuche das alles natürlich auch dieses Jahr hier irgendwie rauszuschicken. Nur, dass ihr das wisst. Jetzt kommt der Alkohol. Oh, der Alkohol, vielleicht kann man nochmal durchgucken, das ein oder andere wegschmeißen, weil da sicherlich noch ganz viel drin ist, was wir nicht mehr trinken werden. Denke ich mal. Oh, seht ihr mich überhaupt noch? So. Denke ich, ja. Dass da ein bisschen was dabei sein wird, was ich aussortieren muss und wegschmeißen muss. So, wollen wir mal gucken, was da drin ist und was wir wegschmeißen können. Das ist zum Beispiel Absolut Wodka. Super lecker. Aber hier, Mini-Schluck. Bacardi. Vanna. Akropolis. Griechische Spezialität. Oh. Ganz was Besonderes. Geneva. Bäh. Widerliches Zeug. Ja, der gute Absinth kommt natürlich nicht weg. Nein! Wie geil! Ist das cool? Das Witzige ist, ich habe mich gerade beim Friseur mit meiner Friseurin darüber unterhalten, dass sie nämlich letztens auch Wild im Garten hatten, also ein Reh oder Rehe, die Äpfel weggefressen haben. Und genau heute steht dieses Reh bei uns im Garten und frisst. Ja, der ist cool. Also es ist auf jeden Fall super, super schön auf dem Land zu wohnen, weil solche Sachen erlebt man nur auf dem Land. Ist echt witzig, ey. Sortiere ich hier Alkohol aus. Und da lacht mich dieses Reh an. Das ist echt
Verrückt. Eigentlich sollten Kim und ich das mal ein bisschen krachen lassen. Wir haben noch so viel Alkohol. Aber wir trinken halt wirklich extrem wenig. Wenn dann mal am Wochenende und wenn dann auch mal Wein oder mal ein Bierchen. Jetzt gerade, wo wir noch Astra haben, trinken wir halt auch gerne mal ein Astra. Aber so hartes Zeug, so harter Stoff. Höchstens wenn wir mal eine Party feiern, was in letzter Zeit auch wirklich selten geworden ist. Wir hatten hier in Norwegen auch schon so unsere Partyzeit. Die haben wir sozusagen schon fast hinter uns. Aber es gibt immer mal wieder Partys und da wird auch mal wieder der harte Alk getrunken. Der gute Captain. Ja, ja. Oh, mich erschrocken, war eine Spinne. Ach so, die ist schon vertrocknet. Na dann. So, unser Besuch ist zurück in den Wald gehoppelt, weil nämlich direkt hinter unserem Haus der böse große Wald anfängt. Deswegen wird es sicherlich öfters mal passieren, dass wir hier Rehe im Garten haben. Finde ich cool. Das finde ich echt richtig cool. Ich habe mich eben voll erschrocken erst. Ach Gott, oh Gott. So, ich habe den Flur fertig. Da stehen keine Kisten mehr und auch die Alkoholkiste ist verschwunden. Tada! Sehr gut. Und ich glaube, jetzt werde ich noch ein bisschen Haushalt machen. Wie Wäsche waschen und so. Und ein bisschen aufräumen. Bevor mein allerliebster Ehemann und meine allerliebste Tochter nach Hause kommen. So, ich nehme euch jetzt einmal mit in die Küche. Schon wieder so dunkel hier? Nee, geht. Guck gerade die Gilmore Girls auf Netflix. Die habe ich früher immer gerne geguckt. Und ja, wir haben jetzt Netflix und deswegen dachte ich, ich mache jetzt mal die Gilmore Girls an. So ein bisschen Retro-Style. Ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und ich koche für Frieda und für Kim und mich. Ich denke, ich werde heute so eine Vegan Bowl machen, also so ein bisschen gekochtes Gemüse, ein bisschen Rohkost hin und her, so dass wir satt werden. Und Frieda kriegt Kartoffeln und Karotten und irgendwie noch was. Ich werde diesen Vlog jetzt hier, diesen Vlog jetzt hier beenden und in Ruhe weiter kochen. Und jetzt gibt es nämlich noch eine kleine Frage an euch, das würde mich jetzt nämlich mal interessieren. Und zwar kam ein paar Mal die Frage, ob ich nicht mal wieder ein Q&A machen könnte, also ein Fragen-Antwort-Video, so dass ihr mir Fragen stellen könnt und ich antworte drauf. Das haben wir ja bisher einmal gemacht. Da wollte ich euch ganz gerne fragen, ob ihr da Bock drauf habt. Oder, genau, es stehen nämlich so ein paar Sachen zur Auswahl. Also zum einen wäre es ein Q&A, habt ihr da Bock drauf? Oder würdet ihr lieber eine Haustour sehen oder eine Roomtour oder sowas? Und wenn eine Roomtour, dann gleich das ganze Haus oder erstmal einzelne Zimmer oder... Ja, und dann war noch eine Möglichkeit und zwar gab es da so ein paar Anfragen so zum Thema Arbeiten hier in Norwegen, Arbeitsbedingungen als Krankenschwester und solche Sachen. Also was wollt ihr sehen? Q&A, Roomtour oder... Krankenschwester in Norwegen zum zweiten Mal. Ich habe da schon mal so ein Video drüber gemacht, aber so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr zu Arbeitsbedingungen und so. Schreibt mir das einfach in die Kommentare, würde mich interessieren, worauf ihr am meisten Bock habt. Und dann werde ich sehen, dass ich dann das zuerst mache, worauf ihr am meisten Bock habt. Also ich denke, dass die Videos alle drei irgendwie kommen. Aber wenn ihr sagt, ihr hättet gerne ein Q&A zuerst, dann mache ich natürlich erst ein Q&A oder... Ja, ja. Ihr schreibt mir das in die Kommentare und dann schaue ich mir das mal an. Ich beende dann hier den Vlog. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!